Moin, dicker Mann Filme, der Cora hier. Heute wieder mit Let's Do Was Sinnvolles, Let's Play Golden Sun. Moin, da sind wir wieder mit Golden Sun. Drücke Start. Ah, Controller funktioniert wieder. Sehr schön. Das Ding resettet sich immer. Fortsetzen. Wir waren das letzte Mal mit dem Prolog fertig geworden. Wir sind jetzt auf der rumzappelnden Weltkarte. Das tut mir leid, aber da kann ich durch den Emulator nicht viel dran ändern. So, hier vorne beginnt jetzt gleich ein Tutorial für Jinx. Ich werde euch irgendwo unten in die Kommentare den Punkt hinsetzen, auf den ihr drücken müsst, um dieses Tutorial dann einfach zu skippen, wenn es euch nicht interessiert. Für die, die es interessiert. Und go! Oh! Ja, genau, wir sind ein Adept. Oh, Kiesel. Ja, Kiesel ist gut. Das ist alles sehr schön. Das ist äußerst mächtig. So, jetzt könnten wir einfach auf Ja drücken und dann... Ja, dann haben wir ihn und das Tutorial geht. Aber wir können auch einfach mal sagen, nö. Nö, will die nicht. Nö. Nein. 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 Tada! Eins der Easter Eggs in den Fuchszeichen des Spiels. Verbünden. Oh. Yo. Nehmen, verbünden, oder geben. Ja, und da ändert sich jetzt die Klasse und dadurch auch andere Synergien. Jeder Djinn hat sein eigenes Element, jeder Charakter hat sein eigenes Element. Und wenn man die anfängt zu mixen, können mitunter sehr starke Klassen entstehen, die auch irre hohe Werte erreichen oder mit doch einfach nur Müll sind. Ja, sonst kann man noch jeden ausprobieren, allerdings ist er dann wieder nicht mehr mit mir verbündet, wenn ich ihn benutzt habe und meine Klasse ändert sich. Für die, die sich jetzt fragen sollen, warum ich hier so langsam drücke, das bin nicht ich, das ist das Tutorial. Whoops. Und wir können einen Button Summoning. Venus Chin. Danach ist er halt erstmal erschöpft und braucht einen Moment, bis er sich wieder erholt hat. Ja, ich habe das alles verstanden. Wenn ich jetzt nochmal auf Nein drücke, dann, ja. Fängt doch nochmal von vorne an. Thank you.
Nach dem ganzen Gelaber erstmal speichern. Sicher ist sicher. So. Jin. Verbünden. Dadurch steigen unsere Werte an. Das ist nicht gerade knapp. Vor allen Dingen Attacke geht hoch. So, und wir gehen jetzt los in die große weite Welt. Kampf. Oh nein! Gegner. Bam! Der ist einfach abgehauen. Tutorial irgendwie besser funktioniert. So, was wir jetzt gerade noch gesehen haben, Isaacs Erdkraft steigt um 10. Ich habe eine Beschwörung ausgeführt, dadurch erhöht sich mein Elementar Macht für den Kampf, das ist ein Buff. Da bist du also für ein paar Runden. Das heißt, Erdelementare Psynergie macht dann mehr Schaden. Status, wir werden das jetzt hier noch sehen. Jin. Hier sehen wir das jetzt. Das da sind jetzt halt Angriff, Widerstand, der elementare Level. Es hat halt alles was damit zu tun, wie viel elementaren Röms ich dahinter habe. Emir, er ist eher ein Feueradept. Wenn man das da ganz klar auch an seinen Werten sieht. Erde, Feuer. Und wir haben ein Dorf gefunden. Nehmt mich mit. Das ist schlecht. Macht absolut Sinn. Du bist deine Schuld. Du bleibst jetzt hier zurück. Wir gehen alle nach Hause. Oh, merkwürdige Kräfte. Ja, lauf. Und ab dafür. So, hier haben wir unser erstes Dörfel. Ist ein Loch im Dach. Steht ein komischer lilaner Typ. Laden. Waffenmensch, verkaufen. Jetzt erstmal murkslos werden, die wir nicht brauchen. So, jetzt gibt es normale Waffen kaufen. Die sind halt nach kürzester Zeit ziemlich uninteressant. Oder Artefakte. Das sind Waffen mit Effekten, besonders mächtig. Magischer Stab. Können wir aber beide nicht benutzen. Ihr seht, der Angriff geht deutlich hoch. Und er nimmt das alte sogar sofort ab. Das ist so ein schönes System. Und wir bekommen ein Spieleticket. Die werden wir später brauchen. So, und bei ihm da drüben könnten wir noch Rüstung kaufen, aber die brauchen wir erstmal noch nicht. Hier könnten wir Kräuter und sowas kaufen.
Das Gasthaus brauchen wir auch noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal hier oben. Da steht unser neuer Freund, Ivan. Das ist schlecht. Und hey, wir sind 0815-Helden. Natürlich helfen wir dir. Komischerweise haben nämlich alle Leute ein Problem, auf die wir treffen, das nur wir lösen können. Als wenn die selbst nichts hinbekämen. Willst du damit mal aufhören? Ja. Oh yeah, Bro Love. Ja, könnten wir. Also eben wurde die ganze Zeit in meinen Garrett. Aber gut, Garrett ist nicht besonders helle. Ja, das gefällt mir nicht. Und eigentlich müsste er jetzt wahrscheinlich deutlich verstörter sein. Den legen wir uns da doch gleich mal hin. So, hier oben haben wir diesen komisch aussehenden Typen. Tja, ja. Nix. Gehen wir mal nach oben. Entschuldigung. Bin allergisch gegen solche Typen. Genau, wir fangen sie jetzt. Das wird auch niemand merken.
genau, Ivan. Genau. Los, jetzt! Mach! Go, go! Ja, yeah, das klingt eine absolut logische Idee. Das wird auch voll nicht auffallen. Ja, bisher habe ich auch bloß den Prolog gespielt. Da kann man nicht viel falsch machen. Ja. Das ist schlecht. Das ist verdammt schlecht. Schatzkisten. Böse Musik, aber diesmal nicht Satoru Minardi. Tja. Klingt nicht gut. Was für eine Namenskreativität. Ihr seid doch hier zu uns gekommen. Ungesunde, aussehende lila Typen. Diesel, Flamme, Blitz.
Ivan als neuer Charakter trägt Stäbe und nur sehr leichte Rüstung. Ist eigentlich eher der Magier der Gruppe. Wenn man das jetzt mal so will. Dafür sieht man, dass er mit seinem Synergieangriff deutlich mehr Schaden macht und auch viel, viel mehr PP hat als die anderen. Oh, du haust da jetzt mal rauf. Erster kaputt, zweiter kaputt. Au. Draufhau, draufhau. Heilkraut. Oh, er funkelt böse. Das ist jetzt halt eine Tutorial, erster Boss, Dingsbums. Wenn man so will. Er hat eine Fähigkeit, die aber nichts tut. Level up, Erdbeben. Und ein Gaunerschwert. Jo, tue er das. Ogo, ogo. Genau, Garrett. Das erste Mal, dass du in deinem Leben etwas Sinnvolles von dir gibst. Nö, wozu? Genau, löte ich sie. Jetzt noch mit Hermes versenden, dann werden sie niemals ausgeliefert. Ah ja, das war wahrscheinlich aber nicht das letzte Mal, dass wir die Diebe gesehen haben. Eine Urne. Oh, Cloud Oma. Ja, noch eine Kiste. Das wird dann wohl sein Stöckchen sein.
wurde uns doch gerade erzählt. Er ist doofi. Ja, ja. Voll krass wichtig. Wenn du es noch ein bisschen lauter rausposaunst, dann ist es kein Geheimnis mehr. Schön. Tschüss. Ja, lass mal das Ding einfach da stehen. Ja. So, wir sollten hier nochmal vorbeischauen. Okay, das kann ich. Jetzt gucken wir uns hier noch mal ein bisschen um. Hallo Hund. Gib mir das Weg. Ein Turm. Und ein Djinn. Und den kommen wir noch nicht ran. Der erst später. Viel später. Jo, das war Vault. Erstes Dorf auf unserer Reise.
Und das Ende dieser Folge. Und wir hören uns nächstes Mal. Tschüss.